Nackt, Chips, Limonade. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Namen der Sportredaktion bei unserer Sendung Fußball. 26. Runde und apropos Runde, jede Runde kann ab jetzt ja von entscheidender Bedeutung sein. Diese Runde steht unter einem ganz sonderbaren Aspekt. Es gibt zahlreiche Derbys und die wichtigsten wollen wir Ihnen davon zeigen. Da ist das Wiener Derby. Rapid gegen Austria, 188. 189. Wir sagen, unser Archiv sagt 189. Ich glaube, dass wir sind da immer sehr sicher. Das West-Derby, Tirol gegen Stahl Linz und das steirische Derby, Donawitz gegen Sturm Graz. Beginnen wir gleich im Hanapi-Stadion, lassen wir mal alle Statistiken und Bilanzen beiseite. Nur eines, zuletzt hat die Wiener Austria, der Tabellenführer, gegen den momentan vierten Rapid immer sehr gut abgeschnitten, also einen erfolgreichen Kurs beschritten. Aber dennoch, neuer Aufbruch bei den Rapidlern, großartige Stimmung heute im Hanapi-Stadion. 18.500 Zuschauer wurden gezählt. Der Druck lastete aber vor allem auf einen Mann, Hans Krankl, denn man hat angedeutet, dass eine Niederlage in diesem großen Derby eventuell Konsequenzen haben könnte. Und Hans Krankl hat dennoch wieder einmal seine Mannschaft umgestellt. Ja, und zwar komplett umgestellt. Fjordhoff, Schöttl nur auf der Bank, Sornomas nur in der Unter-21-Mannschaft, sowie auch Salaba, Heuger, Hatz und Resch. Das Spiel von Beginn an sehr hart. Foul von Pfeifenberger an Ogris. Viele Fouls durch Zweikämpfe richtig gehend zerhackt der Beginn dieses Derbys. Bleier von Hörmann gelegt. Und Schiedsrichter Kaupe zeigt Bleier die gelbe Karte. Er glaubt, es war eine Schwalbe. Sicherlich eine sehr umstrittene Entscheidung, wie auch die Zeitlupe hier gezeigt hat. Flögel. Diesmal rechts im Mittelfeld für den gesperrten Prosenik. Und der erste Schuss von Stöger. Die Austria wirkt geschlossener. Ogris, Nabekovas und abseits gepfiffen. Hier die Wiederholung. Ja, Nabekovas war tatsächlich im Abseits. Rodax gegen Pfeffer. Da hat der Austrianer ein bisschen mit dem Ellbogen nachgeholfen. Wir sehen es hier. Foul gegen den Austrianer. Die gelbe Karte für Pfeffer und bei einem Zusammenstoß zwischen Ogris und Herzog verletzt sich Herzog, muss vom Platz gebracht werden, eine Knieverletzung. Er wird Montag untersucht, was es genau ist. Erste Diagnose, Knieprellung für ihn, kommt Schöttl. Gaga. Und Medlitski meldet sich mit einem Weitschuss. Aber bisher nur wenige attraktive Szenen, dafür umso mehr Zweikämpfe. Wieder ein Foul. Gaga, Rodax und zum Schuss kommt wieder Medlitski. Franz Wohlfahrt, ganz sicher. Chuck. Schneider. Hörmann. Schlechter Rückpass. Rodax. Was gibt es hier? Schiedsrichter Kaupe entscheidet auf Torraub durch Chuck und zeigt dem Austria-Kapitän die rote Karte. Wir sehen es hier noch einmal. Rodax spitzelt den Ball Chuck durch die Beine und fällt dann über den Austrianer.
Noch einmal. Auch das eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Kaupe. Aber Chuck also aus dem Spiel, die Austria mit einem Mann weniger und hat hier eine Möglichkeit durch Napikos. Wieder ein Foul, diesmal von Schneider an Bleier. Wenige Kombinationen über mehrere Stationen. Gaga und Pfeifenberger mit einem gefährlichen Kopfball. Hier die Wiederholung. Die Austria jetzt natürlich nur mehr darauf bedacht, das Spiel unter Kontrolle zu halten. Ogris löst sich hier einmal und gut reagiert von Torhüter Konsel. Ja, ich glaube, es war eine zu harte Entscheidung, denn es war ein gewisser Foul, das ist keine Frage, aber Torraub kann es nie gewesen sein, denn der Rodax hat den Ball viel zu weit vorgelegt und der Franz Wolf hat dann schon in der Hand gehabt, wie er über mich drüber geflogen ist. Manfred Schack in der Pause schon umgezogen, noch immer kein Tor gefallen im Derby. Iwanauskas, gelegt von Pfeifenberger, hart an der Strafraumgrenze. Freistoß für die Austria. Stöger. Jetzt einmal mehr Platz für Rapid. Bleier. Madlena. Dann Medlicki. Rodax. Flügel. Fehler vom Flügel. Madlena. Eine ganz große Möglichkeit für Rapid. Bei der Austria macht sich jetzt der Kräfteverschleiß bemerkbar. Weber. Schöttl. Und auch diese Möglichkeit verdammt. Hans Krankl kann es nicht fassen, welche Chancen da verschleudert werden. Schöttl. Gaga. Wieder Schöttl. Und Medlicki, gefürchtet für seine Schüsse, aber diesmal doch weit daneben. Die letzten drei Minuten. Medlicki. Noch einmal ein Eckball für Rapid. Sekeleoglu jetzt der Libero bei der Austria. Gaga. Und Schöttl. Tor 1:0 für Rapid in der 87. Minute. 1:0 für Rapid. Durch Peter Schöttl, der Herzog ersetzt hat. Und entsprechende Begeisterung jetzt beim Rapid-Anhang. Noch einmal dieses Tor, geschickt gelöst von Schöttl. Wohlfahrt vermag den Ball nur noch zu berühren. Und das Tor noch einmal. Rapid gewinnt mit 1:0. Und entsprechender Jubel beim Publikum und bei den Spielern. Wie viele Chancen vergeben haben. Da verdient man es normal nicht, dass man das Spiel noch gewinnt, aber Gott sei Dank ist es sich doch noch ausgegangen. Es war auch verdienter Sieg in Austria. Meine Mannschaft hat verdient gewonnen aufgrund der zweiten Hälfte, auf der Überlegenheit, die natürlich daher rührt, dass Austria Wien nur mehr 10 Spieler gehabt hat. Wir hätten müssen das Tor viel früher erzielen, dann wäre viel mehr Ruhe eingekehrt in unser Spiel, das teilweise von großer Nervosität geprägt war. Leider Gottes ist da die Ursache das VfC-Spiel. Wir haben das Tor sehr spät geschossen, aber allerdings verdient.
erlöster Hans Gankl. Eines sollte man vielleicht dazu noch bemerken. Meine Kollegen und ich, die hier Fußball kommentieren, haben im Europapokal viele internationale Spiele gesehen mit internationaler Härte. Aber was man hier am Anfang gesehen hat, da hatte der Fußball nicht viel mehr damit zu tun. Da ist eigentlich mehr auf die Beine des Gegners gegangen. Sollte in einem Derby nicht vorkommen und zeigt auch vielleicht von mangelnder Klasse des österreichischen Fußballs. Gerade bei so einem Spiel. Nun zu unserer nächsten Begegnung.